Okay, bei Full Throttle denkt mein PC-Spieler Gehirn natürlich eher an das legendäre Adventure von LucasArts. So viel kann ich im Voraus aber schon mal verraten. Damit hat es überhaupt nichts gemeinsam. Also, was steckt dahinter? Das Cover verspricht da schon einmal Action pur. Was taugt Full Throttle All American Racing für Super Nintendo heute noch? Das Spiel erschien bereits 1994 und wurde von Gremlin Interactive entwickelt und von GameTech veröffentlicht. Im selben Jahr erschien es auch in Japan, dort aber unter dem Namen Full Power. Euch erwartet hier ein Rennspiel, welches ihr aus der Rückenperspektive aller Mario Kart oder Autobahn steuert. Aber hier steuert ihr nicht nur eine schnöde Fahrzeugklasse. Nein, ihr bestreitet Rennen mit Motorrädern und Jetskis. Für Abwechslung ist also gesorgt, wobei die letztere Disziplin natürlich nicht an Größen wie Wave Race herankommt. Aber fangen wir von vorne an. Ihr könnt entweder Rennen von einem einzelnen Fahrzeug fahren oder immer abwechselnd Motorrad und Jetski. Zwischen den Rennen könnt ihr eure jeweiligen Fahrzeuge in den üblichen Kategorien aufbessern. Dazu braucht ihr natürlich Geld, welches ihr natürlich durch eine möglichst gute Platzierung verdient und auch so einfach auf der Strecke einsammeln könnt. Neben Geld könnt ihr auch noch andere Sachen wie Turbo- oder Nitro-Boosts einsammeln. Anscheinend hat sich das Spiel auch so einiges von Road Crash abgeschaut. Wenn euch der Gegner einmal zu nahe kommt, könnt ihr entweder nach links oder nach rechts treten. Leider steuert sich das sehr hakelig und ist auch nicht sehr effektiv. Im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, dass die Computergegner alle sehr aggressiv fahren. Kleinere Kloppereien sind also eher in der Tagesordnung. Dabei solltet ihr natürlich auch immer den Zustand eures Gefährtes im Auge behalten. Ist es kaputt, ist das Rennen logischerweise zu Ende. Aber zum Glück könnt ihr auch Schraubenschlüssel einsammeln, die den Zustand des Fahrzeugs verbessern. Warum heißt das Spiel also mit Untertitel All American Racing? Ganz einfach, weil euch die verschiedenen Strecken quer durch die USA führen und es so viele verschiedene Grafiken gibt. Es ist jedoch meistens nur eine optische Abwechslung. Vor allem bei den Jetski-Rennen beeinflusst das Rennen nicht allzu sehr. Aber naja, Wasser ist eben Wasser. Bei den Motorradrennen sieht das natürlich ganz anders aus. Je nach Klimazone kann es hier schon einmal regnen und dann ist die Straße natürlich schlüpfriger. Allgemein ist die Steuerung in Ordnung. Die Jetskis fühlen sich aber irgendwie sehr träge und richtig viel Spaß macht es mit denen nicht. Bei den Motorrädern ist das Spielgefühl auf jeden Fall besser, da das Geschwindigkeitsgefühl recht gut herüberkommt. Perfekt ist das Spiel allerdings nicht und hat viele kleine Kinderkrankheiten. Zum Beispiel gibt es zwar eine Anzeige, wie weit es noch bis zum Ziel ist, allerdings keine Streckenkarte. Solche Kleinigkeiten stören an jeder Ecke. Die Grafik geht in Ordnung, ist jetzt aber nichts Besonderes. 1995 wäre da sicherlich mehr gegangen, aber sie ist brauchbar. Hier und da wären ein paar Details mehr schön gewesen, aber das Geschwindigkeitsgefühl kommt gut rüber und darauf kommt es ja auch an. Beim Sound gibt es eine kleine Kuriosität. Ihr könnt entweder aus Musik oder Soundeffekten auswählen. Beides zusammen geht nicht. Sehr seltsame Geschichte und von daher ist der Sound entsprechend nicht wirklich gut geraten. Was taugt Full Throttle All American Racing für Super Nintendo heute noch? Es ist ein okay-Titel. Hier und da hat das Rennspiel kleinere Kinderkrankheiten, aber man kann schon einmal eine Runde drehen. Zur Oberklasse fehlt allerdings noch ein Stück. Wer aber mal ein Mode 7 Motorradrennen fahren will, kann hier mal einen Blick riskieren. Vor allem, weil das Modul auch nicht gerade das teuerste ist. Das war ein Test zu Full Throttle für das Super Nintendo. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Tschüss.